So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Days Gone. Ja, folgendermaßen, ich musste den Spielstand so ein bisschen nachstellen, weil ich Vollidiot letztes wieder mal eine Aufnahme gemacht habe. Und ja, da ist mir wieder Malheur passiert. Und zwar wurde wieder ein falscher Bildschirm aufgenommen. Warte mal, das gefällt mir so gar nicht. Was hat das Spiel da wieder gemacht? Ja, wollte schon sagen. Und ja, auf jeden Fall konnte ich den ganzen Scheiß neu machen. Und ja, einfach aus dem Grund, weil ich einen falschen Spielstand genommen habe. Das bedeutet, ich habe 1,5 Stunden gespielt oder ungefähr ein Stündchen. Hat auch Spaß gehabt und allem drum und dran. Aber das Problem war natürlich, ja, wie soll ich das erklären? Das Problem war, dass ich, ja, wie gesagt, Black Screen die ganze Zeit hatte. Die Audioaufnahmen standen. Ich hatte kein Bildmaterial dazu. Es nachzuvertonen wäre mir zu viel Arbeit gewesen. Und auf der anderen Seite muss ich halt auch noch sagen, ich habe keinen Zedernsetzling. Das ist nicht gut. Wenn ich mit einer Armbrust rumlaufe, sollte ich vielleicht davon, von denen ein bisschen was sammeln. Bevor ich mich hier aufmache und mit denen irgendwie rumpimmel. Auf jeden Fall, ich hatte Spaß in allem drum und dran. Und ja, Arschlecken, konnte ich alles neu machen. Das bedeutet, ich habe den Spielstand... Ja, ich habe auch nicht geprüft, ob die Aufnahme steht. Das bedeutet, ich habe einfach den Spielstand überschrieben, weil ich dachte, das passt schon. Und dann blöd gelaufen. Spielstand war überschrieben, ich konnte den alten nicht mehr weiterspielen. Keine Sicherungskopie gemacht, nichts, Aufnahme war weg und Spiel war halt, wir waren halt sehr, sehr weit. Also hier, ich habe glaube ich 2 Aufträge auf einmal gemacht und das war alles ein bisschen suboptimal und ja, das war dann halt im Endeffekt glaube ich dann auch besser, dass ich einfach nochmal neu begann. So, genug gequatscht. Ich habe nachgestellt und jetzt werde ich auf jeden Fall immer einen neuen Spielstand machen. Das ist der Nero-Kontrollpunkt. Ich brauche was für Busas Arm. Beziehungsweise mindestens. Yep. Endlich. Verdammt. Es geht nichts über Schrott. Mit Schrott können deine Waffen und dein Bike repariert werden. Ja, das ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich werde jetzt mindestens immer 3 Spielstände haben. Und den einen Spielstand immer dann überschreiben, wenn die Aufnahme perfekt steht. Und ich sage, okay, jo, Datei ist fertig, kann hochgeladen werden. Alles andere macht keinen Sinn für mich. Ansonsten komme ich hier nie voran. Ich musste den Anfang jetzt mindestens 4 oder 5 Mal schon spielen. Das war alles nicht ganz so gewollt. Die Frage ist jetzt nur... Und noch mehr Beute. Ich glaube, die hat mich gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so übertrieben finde ich das gerade nicht, weil ich halt ziemlich gut... Weil ich eigentlich ziemlich gut klarkomme. Bevor ich den Kanister hier vergesse, würde ich gerne mal schauen, ob ich den vielleicht in der Nähe von meinem Bike stehen kann. Stellen, Entschuldigung. Einfach aus dem Aspekt, dass ich da immer noch mal ein bisschen was auffüllen kann.
Und dann habe ich alles, was ich brauche. Warte mal, ich bin hier lang gegangen, ne? Da steht mein Bike, okay. Ah, das mit dem Zedernholz wird ein bisschen knapp, muss ich sagen. Na, komm schon. Deacon. Na komm, lass gut sein. So, ich brauche halt irgendwo, muss ich da noch Zedernholz finden. Warum ist das so scheiß selten? Ja gut, kein Thema. Ja, ich habe mich beim letzten Mal, glaube ich, ein bisschen blöder angestellt, obwohl das jetzt auch nicht unbedingt was heißen mag. Na, das ist voll. Gut. Nehme ich das mal mit. Gibt es hier noch irgendwas, was ich aufnehmen könnte? Hier theoretisch. Hier ist noch eine Machete. Was haben wir denn hier? So. Die Frage ist jetzt nur... Warum habe ich den eben am Kopf nicht getroffen? Ich habe noch... Ah, ich habe noch einen Schalldämpfer. Okay, beim letzten Mal ist der nämlich irgendwie kaputt gegangen. Oder verschwunden. Da bin ich mir selber noch gar nicht so sicher. Muss mal gucken, was mehr Schaden macht. Ich glaube, die Machete hat eine ganz kurze Haltbarkeit, macht aber ordentlich Aua. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Wenn ich mich auf die Machete konzentriere, weißt du, was ich meine? Ich würde zwar sagen ihr, aber eigentlich ist ja Let's Play eine sehr persönliche Angelegenheit oder ein persönliches Format. Da kann ich was draus machen. Na, dann könnte ich nämlich auch einfach... Bingo, da ist er. Na los, du Scheißding, spreng schon an. Ich brauche Benzin. Gut, ist kein Thema, kriegen wir locker hin. Mit Kerosin kommen wir da nicht weit. Da habe ich beim letzten Mal auch sehr, sehr viel rumgeäugelt und echt, das ist auch echt ein bisschen... Man muss drauf kommen, okay? Es liegt nah auf der Hand, aber wenn man es irgendwie gerade beim Zocken es einfach nicht weiß, dann verpeilt man das immer ganz gerne. Ich zum Beispiel habe einfach nicht gecheckt, dass ich hier das Ding richtig angucken muss und dann mit B das Zeug füllen kann. Das war's. So als Beispiel. Ja. Verdammter Scheiße, das wird sie alle zu mir locken. Ja, wird es. Das bedeutet, wir müssen da ziemlich schnell hoch. Halt endlich die Fresse! Ja, keine Ahnung. Bin ich ganz so sicher, wie viele sind. Drei Stück, das ist okay. Damit kann man arbeiten. Die Frage ist, wo kommen die lang? Jetzt hier nämlich schön Ruhe. Alter, wenn ich noch einen Schalldämpfer habe, dann nehme ich lieber Pistolenmunition. Solange Zedernholz so eine extreme... Sag mal, wenn ich... Ja, nicht schlecht. Na komm, runter, Mutti. Na siehste, kriegen wir noch hin.
So, wunderbar. Alles weg. Lappen habe ich gefunden. Wunderbar. Bin ja selbst so ein kleiner Lappen. Sterile Verbände. Wo bewahren Sie die bloß auf? Das werden wir finden, weil wir einfach alles durchsuchen werden. Ja, sterile Verbände. Genau das, was ich brauche. Jawohl. Jetzt muss ich das nur noch zurück zu Busa bringen. Oh, hallo. Was ist... Neuroinjektor. Neuroinjektor findest du in Neros mobilen medizinischen Einheiten in Neurokontrollpunkten. Du kannst damit dauerhaft deine Gesundheit, Ausdauer oder Konzentration erhöhen. Neurokram. Hm. Aber machen wir mal Ausdauer. Injektor oder so. Hm. Warum eigentlich nicht? Ja. Steroide. Sind das Steroide? Unsere Einheit ist bereits... Waffenschrank. Okay, die Frage ist nur... Abzug. Ich habe gerade erfahren, unsere ganze Arbeit hier draußen war Zeitverschwendung. Hunderte Infizierte strömen bei Farewell über den Highway. Die hält niemand mehr auf. Die Kontrollpunkte fallen. Wir weg! Wir ziehen ab! Okay, ich komme. Abzug! Nein! Halt! Nein, ihr habt doch nichts getan! Du hättest mit deinen Freunden abhauen sollen. Willkommen in meiner Welt, dämlicher Schwachkopf. Ja, also irgendwas ist da passiert. Ich weiß nicht genau, fühlt sich für mich wie Resident Evil an. Nero als böse Umbrella. Die Scheiße gemacht haben. Und ja, dann ist der ganze Mist natürlich passiert, ne? Hey, ich kann doch... Ah, nee. Kann ich das reparieren? Eigentlich müsste das gehen. Beim letzten Mal hatte ich da wesentlich mehr Probleme. Busa, bist du da? Busa, Gottverdammt, antworte mir! Er meldet sich nicht. Wo steckt er nur? Vielleicht ist er gerade am Strüllen oder was weiß ich, wedelt sich einen vor der Palme, was man so macht, wenn man alleine ist, aber... Komm schon. Dann mal los. Das sollte reichen. Ja. Gut. Ich bin schade, dass man das nicht mitnehmen kann. Gut, wollen wir mal zu Busa zurück? Wir haben alles für den Boy mitgenommen. Aber auch Nitro reingebaut. St. John, hier spricht Cope. Oh nein, wenn du am Turm bist, meine Frequenz wurde abgeschaltet. Bring's in Ordnung, ich zahle dafür. Also diese Männer, kennst du die? Dir den Saft abzudrehen, klingt ziemlich persönlich. Verdammt, ja, es ist persönlich. Sie gehörten zum Camp, aber die Regeln passten ihnen wohl nicht. Nicht stehlen, nicht morden. Oder es ging ihnen wie mir. Und sie hatten einfach genug von deinem paranoiden Schwachsinn. St. John, Ende. Okay, ich find's cool, dass man hier auch so kleine... Dingsbums findet. Ja, das ist jetzt die Sache. Wir könnten natürlich jetzt hier auf Jagd gehen und uns Camppunkte hier ansammeln. Oder wir könnten jetzt einfach durchbrettern und sagen, komm, wir machen jetzt mal ein bisschen... jetzt mal hier ein bisschen storymäßig weiter. Ich bin mal am überlegen, was wir so machen könnten, weil eigentlich bin ich ja schon hier so für durchsneaken und alles mitnehmen und hast du nicht gesehen. Kampf oder Flucht. Manchmal ist Weglaufen die beste Strategie, wenn du genug Ausdauer hast. Ja. Weiß zwar nicht, warum er uns das jetzt sagt, aber die Frage ist, gehen wir jetzt zu Busa oder woanders dahin? Wo führt uns das Dingsbums denn hin? Ja, führt uns nach Hause. Passt schon. Mach ich jetzt mal kein großes Trara und Jagd von den Viechern. Vielleicht mach ich... Obwohl, offscreen? Ich weiß nicht. Ich finde es immer grausam, wenn ich irgendwas offscreen mache. Gerade in einem Let's Play, wo ich sage, okay, ich nehme mir jetzt mal Zeit damit. Dementsprechend glaube ich nicht, dass ich da jetzt großartig hier irgendwas... Wie viele Bolzen habe ich da noch? 5 Stück mache ich, 6 Stück habe ich. Und einen im Lauf. Das bedeutet, ich grase jetzt hier erstmal das ganze Holz ab, in der Hoffnung, dass das irgendwann wiederkommt. So, alias Respawn-like.
Aber ich sehe jetzt auch nichts. Ach ja, diese Überlebensinstinkte, die sind, ich weiß nicht. Bei Witcher haben sie so gut eingefügt. Erstens in die Story. Auf der zweiten Seite. Nicht mehr viel Munition übrig. Ja, passt schon. Holen wir uns noch so ein Öhrchen. Ich will nur mal ein paar in der Nähe vom Camp irgendwie klatschen. Dann sollte das gehen. Die muss ich ein bisschen näher locken, sonst bringt das mir nichts. Ach. Wenn die sich nicht so zuckartig bewegen würden, dann könnte man wenigstens ordentlich was mit denen machen. Dann will ich mal noch das Orli hier holen. Die sammelt er automatisch auf. Das gefällt mir persönlich ganz gut. Vor allem ist es wesentlich angenehmer, wenn man jetzt auf größere Horden oder so stoßen sollte. Aber da habe ich mich leicht vor dem Ast so ein bisschen erschreckt. Das hinterfragen wir jetzt mal nicht, okay. Gibt es hier im Lager noch irgendwas? Habe ich da alles aufgesammelt? Wann gibt es Respawn? Wächst da was nach? Das sind alles Fragen über Fragen, die ich so gar nicht beantworten kann. Aber die Boys haben es hier schön. Das muss man denen natürlich lassen. Hey Boozer, ich habe da so ein Zeug für deinen Arm gefunden. Boozer? Oh shit. Boozer! Hey! Ja. Wow, wow, wow! Oh shit! Scheiße, Dick! Alter, ich hab gedacht, ja, ich hab dich umgeballert. Ich mal den Arm ansehen, ja? Nein, oh nein! Lass mich mal den Arm schon ansehen! Alles ja, gut! Gut. Hey, Dick. Danke, Mann. Das wird schon, okay? Auf jeden Fall, Boozer. Das wird auf jeden Fall. Hoffe ich zumindestens. Also, ich glaube, wenn wir Boozer verlieren würden. Die haben sich verpisst. Ja, ganz genau. Cold's Camp, wunderbar. Warte mal, was sagt denn meine Fähigkeiten? Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Falkenauge, Auge fürs Detail. Verlängert die Ausdaueranzeige. Pflanzen werden auf der Minikarte angezeigt. Oh, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Aber habe ich das nicht schon gelernt? Dorn im Auge bietet die Chance, manche von deiner Armbrust abgefeuerte Bolzen wiederzufinden. Oh, das ist eigentlich gar nicht schlecht. So, was habe ich hier? Das habe ich gemeistert. Nee. Okay, bei das, was ich gemeistert habe, liegt ein Haken, aber Fertigkeitsstufe 2. Hä, das verstehe ich jetzt so an sich nicht. Okay, was aus guten Patrioten wird. Das bedeutet, wir müssen jetzt das nächste Lager infiltrieren. Also wir sind gut bedient. Ich würde auch sagen, das machen wir auch gleich. Direkt. Aber nicht so schnell. Fahren wir mal ein bisschen langsamer entlang. Warte mal, das sind Pflanzen. Ich bin mir selbst nicht so ganz sicher, ob sich das lohnt oder ob das irgendwelche Pilze sind.
eins noch. Sie haben anscheinend ein paar Automatikgewehre und Schrotflinten mitgenommen. Pass auf dich auf. Scheiße, Cobb. Danke für die Info. Ich helfe, wo ich kann. Cobb, Ende. Helfe, wo ich kann, blöder Wichser. Na gut. So, in der Nähe von meinem Bike kann ich Y drücken zum Schnellspeichern. Wunderbar. Auf jeden Fall habe ich vorher jetzt die Aufnahme geprüft und werde... Oh, du Ratte. Prügelt euch mit Freaks. Oh, du Ratte. Mann, die solche Geräusche. Auf der anderen Seite ein bisschen Fleisch ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Eines der Camps wird's brauchen. Ich find's schade, ich find's cool, wenn man irgendwie sich mit den Wölfen verstehen könnte. So nach dem Motto, ey, lass uns diese Lümmel hier klatschen. Alter, der frisst viel. Das muss man lassen. Der hat ordentlich geschluckt. Also ich muss ja sagen, bei Aloy hat's Ambiente gut gepasst. Hier ist das Ambiente auch postapokalyptisch, aber nicht ganz so extrem, finde ich. Aber ich muss sagen, der Deacon ist jetzt auch nicht unsympathisch. So mit diesen zwei Rockern und allem drum und dran ist bis jetzt ganz gut. Auch wenn ich gefühlt, wie gesagt, Horizon Zero Dawn Vibes besitze und für mich viele Sachen einfach gefühlt gleich sind. Ich muss jetzt nur aufpassen, nur, das passiert mir nämlich öfters, wenn ich jetzt eine Aufnahme oder eine Sache zweimal spiele, dass ich da irgendwie anfange und ein bisschen unvorsichtig werde, weil ich halt, wenn du Sachen zweimal spielst, halt denkst, okay, ich rush da jetzt durch, es lief beim ersten Mal gut, aber es lief beim ersten Mal nur gut, weil du dich verdammt viel angestrengt hast. Da war ich jetzt gerade ein bisschen in einem Gehirngulasch-Dilemma und wusste nicht, was ich da artikulieren wollte und das war jetzt nicht ganz so geil. Ja, hast dich angestrengt, es lief gut und denkst so, ja, ist jetzt nicht die Härte. Und dann bist du mal ein bisschen leichtsinnig. Und das war, glaube ich, der Ausdruck, den ich umschreiben wollte. Ich habe es aber nicht geschafft. Abgesägte Schrotflinte. Oder eine Primär... Also eine Primärwaffe können wir auf jeden Fall mitnehmen. Frage ist, was wollen wir? Ich will auf jeden Fall versuchen, hier so ruhig rumzugehen, wie ich kann. Was geht's? Ich hab was gehört. Ist doch was. Okay.
paar Sachen sehe ich. Die Frage ist jetzt nur... Du hast den blöden Fisch auch gegessen. Mann, Billy, ich wusste nicht, dass ihr das Ding getötet habt. Warum hat er unsere Ration gekürzt? Ray und ich, wir waren nicht ganz weit hinten hier. Tut mir leid, Joe. Nein, noch nicht. Tut mir leid, Joe. Ob jemand her schickt, dann vielleicht. Da ist noch jemand. Ich muss aufpassen, ich habe hier keine Deckung oder nur ganz wenig. Hier sind zwei markierte Gegner. Den markiere ich auch noch. Ich versuche noch ein bisschen näher zu kommen. Ohne dass der mich entdeckt. Aber das könnte schwierig werden. Ich probiere es mal von der Seite. Also dafür, dass das Camp hier so groß ist, sind hier relativ wenig. Außer ich laufe jetzt hier eine Falle. Aber jetzt niemanden gesehen. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, dass man hier die Feinde zwar markieren kann, wenn du sie siehst, aber dass du die erst sehen musst. Ich meine, bei Horizon Zero Dawn war es ja so ein bisschen, bei den Maschinen zumindest, hast du so ein paar Sender gefunden und allem drum und dran und konntest was machen. Okay, die Frage ist, was macht der Typ? Der ist beschäftigt. Könnte ich den doch eigentlich... Fuck. Tarnung wiedergewinnen. Hatte ich einen Gegner entdeckt, versuche den Sichtkontakt zu unterbrechen und in Deckung zu gehen. Früher oder später brechen sie die Suche ab. Das ist schön. Das ist zwar okay, aber das Problem ist, der Penner ist da in Deckung. Der wird auch herkommen. Der weiß, dass ich da bin. Jetzt nimm her. Aber da vorne war noch eine. Wunderbar. Die Frage ist jetzt, 5 Stück sind noch da. Okay. Besiegte Schrotflinte. Was kann ich hier noch finden? Splittergranate. Yo. Kann ich Waffen nicht... Gibt es eine gleiche Machete, nur mit mehr Wumms. Das gefällt mir persönlich ganz gut. Frage ist jetzt... Okay, da habe ich einen gefunden. Es gibt noch 5 Stück. Ich will jetzt nicht irgendwie wie blöd in so einen... in so ein einfaches... so eine einfache Falle rennen. Plus 2 Schrott.
ist auch noch jemand. Der ist runtergefallen. Da passiert gar nichts mehr. Gute Frau. Ich hab was gesehen. Ist da draußen jemand? Wo hast du was gesehen? Was ist los? Komm schon! Gerade. Wie sie heult. So, einen habe ich noch auf der Map, aber es sind zwei. Das bedeutet, dass noch irgendwo jemand unterwegs. Hey, jetzt komm doch endlich mal raus. Ich kann richtig nett sein. Verstehst du, was ich meine? Oh, bei dir ist es schon eine Weile her, was? Und die Jungs hier teilen sicher gern mit dir, oder Jungs? Jetzt komm endlich raus. Hat die gerade versucht, mich anzugraben? Tja, da habe ich dich wohl ein bisschen penetriert, Mädchen. Hm? Das war der letzte. Scheiße. Alter, wie habe ich den denn gekriegt? Wie viele sind von dir angepisst, ne? Okay, hier ist alles voll. Ach, ich hab nichts mehr. Kann ich irgendwas reparieren oder so? Okay, das muss der Generator sein, aber er scheint völlig hinüber. Tja, blöd gelaufen, ne? Naja, wollen wir mal reparieren. Okay, das sollte reichen. Na, also. Fallen lassen! Wenn du noch Kugeln hättest, wäre ich schon tot, oder? Tja. Bitte, Mister. Ich schieß nicht auf Frauen, wenn ich nicht muss. Und? Muss ich? Ich habe nichts. Und ich weiß nicht, wohin. Du hast da noch Schuhe und eine Jacke. Nee, komm. Oh Gott. Alles klar. Mal sehen, ob sie hier irgendwo einen unterirdischen Bunker haben. Naja. Ich glaube nicht, dass Dieb ein großer Arsch ist. Hier ist die Luke. Wusste ich doch. Aber die haben hier ganz schön viel. Ich würde da gerne noch mal gucken, was hier noch so zu finden ist. Das meiste ist bestimmt voll. Hab ich mir gedacht. Hier müsste noch einer liegen. Immer noch ein Bolzen. Sterilisierungsmittel ist voll, etc., etc., etc. Was haben wir noch hier? Waffe ist voll. Ich finde es so schade, dass man die Dinger nicht einfach mitnehmen kann, die Waffen und so ein Kram, und sagen kann, okay, hier, du kannst zwar... Der macht weniger Schaden. Ich habe aber keine Repetiermunition. Ach, das ist, glaube ich, auch wieder so ein One-Shot-Ding. Dann nehme ich doch lieber das andere, weil so ein... Dingsbums mit der Armbrust habe ich ja schon. Nee, finde ich gut, dass er die jetzt laufen gelassen hat. Ich meine, komm schon, die will auch nur versuchen zu überleben, okay? Hallo, eine Karte. Sie haben ziemlich viel markiert. Okay. Also wir sammeln auf jeden Fall irgendwie so nagelbesetzter Baseballschläger. Dick, bist du da? Es ist vermutlich nichts. Klang wie Motorengeräusche. Irgendwo in den Bergen.
Ich habe gerade den Funkturm für Copeland gesäubert. Ich kletter mal rauf, vielleicht sehe ich ja was. Die Machete macht weniger Schaden als ein Dingsbums. Okay, das ist eigentlich ganz gut. Was haben wir hier als Waffenschrank? 0 von 0 verfügbar, 1 von 1 verfügbar. Okay, okay, okay. Nee, da bin ich mit meiner Drifter-Armbrust eigentlich immer noch mehr als gut bedient. Und Bett zum Schlafen. Okay, jetzt will ich nochmal hoch zum Funkturm. Um zu gucken, was da so los ist. Na, das wird ein Stieg. Bist du dann fit genug, Bubi? Dick, ne? Komm, das schaffen wir. Hey, Dick, alles klar? Du klingst nicht wie du selbst. Es ist nichts. Dieser Drifter hat nur schneller gezogen als ich und zum Glück hatte sie ja keine Munition mehr. Du hast sie gehen lassen, stimmt's? Okay. Fuck. Ja, ich ließ sie gehen. Eines Tages, Dick, wird dein Ehrenkodex dich umbringen. Ja, naja. Am Ende sterben wir alle. Spielt's eine Rolle wie? Dicken Ende. Find ich gut. Also, der ist mir durchaus sympathisch. Das ist anstrengend. Okay. Mal sehen, was Busa gehört haben will. Guckt jetzt automatisch. Du hattest recht. Auf dem Berg ist jemand. Ich sehe Rauch von einem Lagerfeuer. Oh, verdammte Scheiße. Ich wusste es doch. Wo sind sie? Ich werde hinfahren und... Oh, verdammt, Busa. Du musst deinen Arm schonen, damit wir endlich hier wegkommen. Ich kümmere mich drum. Ach, Mist. Es ist nur... Ich drehe allmählich durch, Dick. Versuch, wach zu bleiben, falls sie zu dir wollen. Dicken Ende. Ja, ich kann's ein bisschen nachvollziehen. Ich meine, komm schon. Wenn du sonst nichts machen kannst. Fast geschafft. Oh, komm schon. Na, los, mach weiter. Fast geschafft. Entspann dich, alles gut. Halt dich fest, entspann dich mal ein bisschen. Ach nee, das macht er automatisch. Oh, die Scheiße bringt mich um. Klang wie Motorgeräusche. Wunderbar. Er ist mein Bruder. Ich muss Busa am Leben halten. Ja. Wenn du sonst niemanden hast, ne? Dann klammerst du dich an das, was du gerade noch hast. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich Busa am Leben halte und wo mein Bike ist. Kann denn mein Bike hier am anderen am Arsch der Welt sein? Ich muss gucken, ob es hier noch Pflanzenreste gibt. Da hinten sehe ich schon was. Die Frage ist nur, habe ich das schon abgeerntet? Oh, Leck-Attack. Leck-Attack of Doom. Und jetzt sind wir wieder voll da. Fertigkeiten. Mehr Saft. Verbesserte sofortige Erholung eines Ausdauercocktails. Die Fähigkeit, Nahkampfwaffen mit Schrott zu reparieren. Ah, die Fähigkeit muss ich erst freigeschaltet haben. Okay. St. John an Copeland's Camp. Es ist erledigt. Der Funkturm ist abgeriegelt und die Verbindung ist wiederhergestellt. Da waren Rentiere. Die wird, ich glaube... Das ist vielleicht dämlich, St. John, aber Radio Free Oregon ist das Einzige, was uns davon abhält, zu Wilden zu werden. Nein, Cobb. Das Einzige, was uns davon abhält, zu Wilden zu werden, sind etwa 9 Mahlzeiten. 3 Tage ohne Essen und du wirst schon sehen, was aus guten Patrioten wird. Tja, ich hoffe wirklich, dass du da falsch liegst. Copeland Ende. Ist aber eigentlich... Radio Free Oregon. Oh, scheiße, was habe ich da getan? Scheiße, was habe ich da gerade getan? Nee, Leute, ich habe keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Ich mache einfach so, wie ich Bock habe. Dick, bist du da? Ich habe ein paar Sachen für dich gebraucht, falls du rumkommen willst. Oh, geil. Boosman, ja, mehr Scheiße ist immer gut. Danke, Bruder. Gegen Ende. Die Frage ist jetzt, was ist besser?
Wo ist mein Bike? Habe ich das so weit weggeparkt? Oder entfernt sich das von mir? Nee, kann ja nicht sein. So, das ist jetzt die Frage. Bam. Naja, ein bisschen Wasser mit dem Karte. Wo finde ich den jetzt hier? Reinzoomen, RSD-Kin, Markierung setzen. Okay. Buse hat gemeint, das ist Copeland's Camp. 0,2 Gallionen, 41 Minuten, Markierung setzen. Ich kann auch schnell hinreisen, okay. Bell knapp. Nerocontrol-Stützpunkt, hier gibt es Benzin. Hier kann ich auch schnell reisen. Kaskade Funkturm, das habe ich gemacht. Was ist hier? Story, er ist mein Bruder. Kann ich hierhin schnell reisen? Ah, verstehe, das klappt also auch so. Radio Free Orion, die Wahrheit wird euch befreien. Wer kennt noch den Bodensatz dieses großartigen Landes? Leute, die in Kisten und Zelten auf der Straße lebten, weil sie sich den amerikanischen Traum nicht leisten konnten. Manche dieser Menschen kämpften für eben dieses Land, nur um von ihm fallen gelassen zu werden, sobald sie unbrauchbar waren. PTBS. Nicht für posttraumatische Belastungsstörung, sondern für pathologischer Beschiss der Soldaten. Tja, jetzt sind wir alle obdachlos. Leben in der Wildnis ist unsere Vorfahrt. Was ist die Regierung dachte, wir bräuchten Wohlfahrt und Almosen zum Überleben. Und wir zeigten ihnen das Gegenteil. Was wir jetzt brauchen, ist ein starker Wille, Entschlossenheit und Vertrauen. Das kommt. Das ist schön, aber... Unser Vertrauen? Dann verdient es euch. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Ja. Großartig. Radio Free Oregon ist wieder auf Sendung. Oh Mann. Das habe ich nur getan. Ehrlich. Aber trotzdem, hat Deacon nicht gesagt, dass er mir was gebaut hat? Es wäre schön, wenn ich das irgendwie... keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Mein Bike einfach hier drauf. Bushman, bist du wach? Ich fahre jetzt zum Camp, das du im Norden gesehen hast. Weißt du denn, wo es lang geht? Das werde ich dann schon sehen. Dicken Ende. Toll, jetzt muss ich die ganze Zeit hier nur... Warte mal, ich habe doch da irgendwas gesehen. Ripre. Aber sorry, es ist Survival. Die Sachen kann ich gut gebrauchen. Und ich habe einen Bolzen wieder bekommen, ist okay. Sogar ein Hirsch. Gut, dann will ich mal wieder zurück zu meinem Bötchen. Zu meinem Dingsbums. Bike. Ernsthaft, wenn es an mir gehen würde, ich würde alles zu Fuß machen. Da muss ich so einen großen
Weg fahren. Na komm her, Hundi. Nein! Ist da gerade mein Schalldämpfer abgefallen? Fuck. Wildfleisch. Ah, nee, Wolfsfleisch. Ja. Da ist gerade mein Schalldämpfer abgefallen. Der hält also nur eine gewisse Anzahl. Gut. Keine Ahnung, warum der jetzt extra nachgeladen hat, aber von mir aus. Ich meine, auf der einen Seite ist das Bike ein bisschen nervig, das überall mit hinzuschleppen. Auf der anderen Seite bist du halt echt mobil und musst dir so ein bisschen Gedanken machen. Kannst du ja nicht einfach überall abstellen. Ich bin immer überlegen, ob ich das hier abstelle, weil eigentlich sieht das hier ganz gut aus. Da ist irgendein Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Massengrab. Ich vergesse immer, wie nah am O'Leary Mountain ist. Ich frag mich nicht, wie. Massengrab? Hier unten oder was? Ah, okay. Hier also. Ich habe keine Ahnung, muss ganz ehrlich sagen. Ich habe da nicht die geringste Ahnung, was das mit diesen Fragezeichen auf sich hat. Das hat man irgendwo mal gesehen. Ihr könnt es wahrscheinlich nachlesen, weil das wahrscheinlich definitiv, ihr könnt auf Pause drücken. Ich sehe das jetzt so beim Spielen jetzt nicht. Nein! Muss man von der richtigen Seite angucken. Oh, dann mal los. So, den bringe ich aber auch wieder zurück. Dann weiß ich nämlich, dass da ein Kanister steht. Für den Notfall. Wenn ich den brauche oder vielleicht jemand anders da später. Nein, du sollst dich da hoch. Du sollst das Ding fallen lassen. Danke. So, ist jetzt die Frage, wie nah fahre ich mit meinem Bike daran? Weil das ist nämlich schon ziemlich laut und macht doch, zieht doch viel Aufmerksamkeit an sich. Mörder und Vagabunden. Die schießen ohne... Scheiße, da braucht jemand Hilfe. Das sind Männer! Ich sehe dich da drüben! Ich bin dran, halt durch. Willst du hier draußen sterben? Pass auf, da ist ein Camp... Es ist am Peaceful Lake. Mark Copeland führt es. Du musst da lang. Oh, danke. Vielen Dank. Ich dachte, ich würde sterben. Ja, sag ihnen, es war Deacon St. John. Einfach immer weiter drauf. Meide die Straßen. Okay, hier ist auch noch ein Bike.
Die Frage ist, hier sind einige Bikes. Können wir da nicht irgendwie Sachen für unser Bike holen oder können wir die Bikes tauschen? Aber auf der anderen Seite, das ist halt das Bike, was uns der Danny gegeben hat. Naja, auf jeden Fall gab das fett Punkte. Sag mal, Falk. Oh. Das war jetzt... Habe ich den Frieden gestört. Gut, in Frieden, Boys. Wie lange muss ich fahren? Da war noch ein Pilz. Ich habe keine Ahnung, ob der Pilz so gut ist. Naja, was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Ich habe echt gedacht, die hätten da Probleme. Ich könnte beiden helfen. Das war mal wieder so der typisch gutherzige Graf hier, ne? Denkt so, Friede, Freude, Eierkuchen. Und dabei hätte ich sie einfach nur die Alte wegpusten müssen. Boseman, du hattest recht. Sie haben sich bei den Bahngleisen eingenistet. Leg jeden Einzelnen von den Scheißkerlen um. Entspann dich. Ja, das war auch der Plan. Dicken Ende. Hier gibt's kein Gras. Die Frage ist, haben die mich vielleicht gehört? Haben die mich vielleicht gehört? So, das sind drei. Die Frage ist, wie viel kann ich denn markieren? Sind es wirklich nur vier? Das glaube ich nicht. Da müssen mehr sein. Da sehe ich doch noch einen. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Sind es wirklich nur 6? Neun sollen sein. Ja, ist okay. Schnappt euch das Schwein, er hat sie erwischt. Ja, blöd gelaufen, ne? Keine Ahnung, was da gerade... Scheiße! Die ist hin! Was zum Teufel? Sie ist tot? Gott verdammt! Er ist tot! Er hat sie erwischt! Er ist tot! Hey, was? Ja. Hm. Kommt das wohl her? Ich habe gerade so ein bisschen meinen Spaß mit den blöden Idioten. Hier muss aber noch irgendwo einer sein. Ein Verband. Eine Schrotpistole. Ich habe kein...
Holz mehr. Oh, Scheiße, leer. Was? Das war der letzte. Ernsthaft? Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Rauch auf dem Berg. Muss Busa am Leben halten, wunderbar. Vertrauen erhöht, wunderbar. Wir sind jetzt freundlich, sind jetzt keine fremden Lappen mehr. Busa, es ist erledigt. Diese Herumtreiber, die bringen am O'Leary Mountain niemanden mehr um. Hey, danke, Dick. Ja, ach, kein Problem, Busa. Ruh dich aus, Busman, ruh dich aus. Wir fahren nach Norden, sobald dein Arm verheilt ist. Verstanden? Ja, ja, verstanden. Busa, Ende. Aber hier war doch noch mehr, oder nicht? Ich meine, da wäre noch mehr gewesen. Aua! Wow! Gar nicht gemerkt, Bro! Geht's los? Ja, ich fahre hoch zum Friedhof und mal gucken, ob ich Leons Vorrat finde. Alter, ich bin doch echt zu blöd. Ich laufe in jede Falle rein, obwohl ich hier hätte gar nicht mehr... Ruh dich aus, Busa. Wir fahren nach Norden, sobald du wieder fit bist. Ich bin doch echt zu blöd. Ich würde gerne noch mal ins Camp zurückfahren. Deke, oh verdammt. Ich hab satt, dass Drifter in mein Camp kommen und meine Leute einfach so umbringen. Was ist los, Cop? Ein Mann kam hier, voll auf Droge, ballerte rum und verschwand dann wieder. Manny sagt, sein Bike hatte einen roten Tank und er trug eine Art Motocross-Helm in Silber. Okay, wenn ich jetzt losfahre, dann kriege ich ihn vielleicht noch. Ich will ihn leben, Deke. Lebend? Lebend. Schnapp dir den Kerl und funk mich an. Wir holen ihn dann und hängen den Scheißkerl auf. Wird Zeit, diesen Drifter-Arschlöchern zu zeigen, dass hier im Camp Recht und Ordnung herrschen. Ich meine nicht dich damit. Ich meine nicht dich damit, herrlich. Ach ja, dieser leichte Humor hat schon was. Die Frage ist jetzt nur, wo wollen wir zuerst hin? Können mit Busa... wir könnten uns Busa schnappen und dann Richtung Norden gehen. Nachts laufen hier diese Viecher eher rum. Da muss man ein bisschen aufpassen. Eine Axt. Da nehme ich doch mal die Axt. Könnten aber jetzt auch zu Dick, zu Dingsbums gehen. Was ich auch nicht unbedingt schlecht finden würde. Hey Dick, hörst du mich? Ich habe überlegt, zum Holzfällerlager runterzufahren. Die Nester ausräuchern. Es werden hier immer mehr Freaks. Busa? Nein, nein, du gehst dabei drauf. Warte, bis... So, ich habe keine Ahnung, ob das was gebracht hat, aber hey. Cool, ich habe zwei Bolzen wieder. Ja, das ist jetzt die Frage. Hey Dick, hörst du mich? Ich habe überlegt, zum Holzfällerlager runterzufahren. Die Nester ausräuchern. Es werden hier immer mehr Freaks. Busa? Nein, nein, du gehst dabei drauf. Das hatten wir doch schon. Warte, bis du wieder gesund bist, Bruder. Ich bin sowieso da und ich mach das mit den Nestern. Nein, Dick. Warte bis abends. Dann sind weniger Freaks in den Nestern. Oder erledigen sie bei Tageslicht. Dann sind es zwar mehr, aber sie sind nicht so stark. So, das ist jetzt die Frage. Ich habe drei Sachen. Okay, was haben wir hier? Zerstöre diese Nester. Da sind wir in der Nähe. Hier ist... voll auf Droge. Mache den Drifter ausfindig. Und was haben wir hier?
Jagd auf Leon. Suche auf dem Pionier nach Leons Drogenversteck. Weißt du was? Ich mach das Nest jetzt noch. Dann speichere ich mal manuell ab. Und dann gucken wir mal, wie weit wir sind. Würde ich sagen. Oh, ich habe keinen Zedernsetzling und ich habe jetzt auch nichts mehr. Womit ich jetzt auch mal in Ruhe wieder Damage machen kann. Das ist sehr ärgerlich. Die Frage ist jetzt, was ist wie wo nah? Dann würde ich mich nämlich damit einfach mal vertraut machen. Das Bike. Könnte ich eigentlich stehen lassen. Ick, hörst du mich? Och nee. Hast du gesagt, du fährst nach Norden? Boozman, nein. Du weißt doch, ich hau nicht ohne dich ab. Ja, ich weiß, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Was ja bei deinen Verletzungen kein Wunder ist. Ja, dann kümmere dich um Alvarez, okay? Deke, das wäre mir echt wichtig. Ja, Boozer. Jetzt ruh dich aus. Deke, Ende. Ja, Boza, dicken Ende, herrlich. So, dann würde ich sagen, ja, hier hin. St. John, hier ist Copeland. Ich habe Boozer länger nicht gesehen. Er hat Sachen für mich besorgt. Ich weiß, du bist sein Kumpel. Hab ihn angefunkt, aber er antwortet nicht. Na, wenn du ihn siehst, sag ihm, er soll mal bei Cope vorbeischauen. Das wäre echt nett von dir. Copeland Ende. Okay, der ist alleine. Wenn die alleine sind, kann ich die eigentlich nehmen. Weißt du was? Ich nehme doch das Bike. Komm. Jetzt hier die ganze Zeit hier so rumzuschleichen ist auch nicht so mein Ding. Du weißt halt auch nie, wem oder was du begegnest. Und da bin ich halt lieber ein bisschen mobiler. Ist hinüber. Dann muss ich mal gucken, bei 3. So, ich muss nach rechts, geradeaus irgendwie. Geh wieder auf den Sack. Olle Schrapnelle. Da bin ich richtig. Also ohne die Karte wäre ich, glaube ich, echt stark verloren. Aber hier war ich doch schon. Hier schon wieder so ein Fragezeichen. Was ist es diesmal? Vielleicht nicht die feine englische. Da unten ist ein Holzfäller-Camp. Die Frage ist, ist es das, was ich brauche? Ja, das ist das Holzfäller-Camp.
Würde ich sagen, mache ich hier erstmal ein bisschen Ruhe im Karton. Ohren geben ja auch gut Stoff. So. Ja, ich glaube, ich habe ein Problem. Und zwar, mein Problem ist folgendes. Ich habe kaum Munition. Bam. Wo kommen die denn alle her? Oh, wunderschön. Supi. So, das habe ich schon abgegrast. Ja, das wäre auch zu schön. Ich glaube, so auf Dauer, wenn ich das nicht mit dem Sneaky mache, habe ich ein Problem, weil ich das Gefühl habe, dass alles, was dir Munition gibt, dass das nicht so einfach zu machen ist. Da kriegst du nicht ganz so viel. Also muss ich da gut aufpassen. Das Schöne bei Horizon Zero Dawn war ja, dass mir die Viecher halt auch Stoffe Munition gegeben haben. Und das habe ich halt hier nicht. Also Metallscherben und so ein Shit. Das haben sie schon hier ein bisschen besser hingekriegt. Ich meine, ich brauche Schrott, habe ich mehr als genug, aber Zedernsetzling, wo ich mir denke, warum? Ich bin hier in einem fucking Wald. Aber auf der anderen Seite das Holzfällerlager. Ah, hier ist noch ein Zedernsetzling. Weißt du was, das machen wir beim nächsten Mal. Dann würde ich das Spiel gar nicht erst speichern, weil ich muss jetzt ganz dringend auf Toilette und allem drum und dran. Und ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon aufnehmen. Und ich will nicht zu lange aufnehmen, ne? Also zumindest nicht die Videos, weil sonst muss ich schnibbeln und nochmal nachrendern. Und das ist mir zu blöd. Also, Leute, macht's gut. Tschüss.